Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starfield. So, Sidonia, wir gehen mal raus. In der letzten Folge haben wir das ja mit den Dietrichen versucht, hat nicht so gut funktioniert. Da muss ich nochmal schauen, wie sich das verhält. Weil Lehrling können wir knacken, aber die sind momentan sind die noch ein bisschen schwierig, habe ich das Gefühl. So. Jetzt schauen wir mal, wo El Bosso ist. Ich habe nämlich keine Ahnung. Das ist vielleicht... Was ist denn los? Okay. Ich gehe einfach mal, ne? So, ob es noch tötet, den Space Boss in den Tiefminen, machen wir. 1 Kilometer? Na gut, da sollten wir aber schnell da sein. Das sollte schnell gehen. Schade, dass wir nicht so ein Space-Auto haben, ne? Das wäre nice. Mit so einem Space-Auto hier durch die Gegend pirschen. Aber guck mal, ist gut. Der lädt dann direkt wieder die CO2 auf. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, hier ist aber nirgends was, ne? Nope. So, ich schau mal, ob ich unterwegs auch noch ein bisschen was scannen kann. La la la. La la la. Hui. Und hui. Aber hier scheint das nicht der Fall zu sein. Die hatten wir ja bereits. Das hatten wir auch bereits alles. So. Ich hoffe, dass hier auch... Was? Platziere per Handscanner ein Außenpostensignal. Oh. Ein Außenpostensignal? Außenposten. Ja. Achso, hier können wir einen Außenposten platzieren, oder was? Bestätigt. Oh. Platzierst du ein Außenpostensignal, kannst du Objekte und Gebäude bauen. Mit Q und E kannst du durch die Baumenü-Kategorien schalten. Mit Tab wechselst du in den Modifizieren-Modus. Um Außenpostenobjekte zu bauen, brauchst du Items und Ressourcen. Beim Bau eines Objekts werden die Materialkosten automatisch aus deinem Schiffsraum oder Inventar gezogen. Okay. Okay. Ich mach das mal dann hier hin. Extraktor. Blei benötigt Energie, um zu funktionieren. Errichte über die Kategorie Energie eine Energiequelle, um das Objekt zu versorgen. Wie komme ich denn jetzt, Achso, C und Z. Energie. Ein Solarmoped. Wow. Industriewandlampe. Gehen wir mal hier einen hin. Oh. Nice. Kann ich auch direkt. Einrasten geht nicht, ne? Nee. Einrasten geht leider nicht. Nach unten geht auch nicht, ne? Nee. So, Glückwunsch, du hast dein erstes Objekt mit Energie versorgt. Sehr schön. Was haben wir denn noch? C, Lager. Transportbehälter. Gebäude. Wohnmodul mit 4 Wänden. Außenposten, Luftschleuse. Ja, damit müssen wir uns später mal befassen, ne? Was? Extreme solare Strahlung? Okay.
Bauen, umbenennen. Ach, können wir auch umbenennen, okay. Warte mal. Der Anfang vom Ende. Enter. Der Anfang vom Ende. Nice. Okay. Und der macht Eisen jetzt hier oder was? Der macht Eisenpari? Ne, Blei macht der. Okay. Okay. Nice. Gut, damit können wir uns mal später beschäftigen. Aber die Mission haben wir jetzt wenigstens freigeschaltet. Beziehungsweise erledigt. So, wie weit müssen wir denn noch? 400 Meter, okay. So groß ist unser Außenposten. Alter Zinnober. Okay. Mit der Größe hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber okay. Aber es ist gut, wenn wir den hier bauen, dann haben wir direkt auch die Handelsaufsicht in der Nähe. Das ist ja erstmal gar nicht so bad. Theoretisch könnten wir den überall hinbauen, ne? Theoretisch. Glaube ich. Ja. So, da scheint ein bisschen toxic zu sein. Scannen kann ich das aber nicht, ne? Nee. Okay, wir sind fast da. Dann nehme ich mal den Scanner aus der Hand und lade nochmal nach. Schauen wir mal, was uns jetzt hinter diesem Berg erwartet. Hm. Können wir nicht einfach hier vorne unseren Außenposten machen? Dann haben wir ja schon alle Gebäude. Wir töten alle und übernehmen das einfach. Würde das theoretisch funktionieren? Da oben habe ich schon einen gesehen. Ja. Würde das theoretisch funktionieren? Nee. Schade, leider nicht. Da ist nämlich einer. Na toll. Oh Gott. Oh, die hat einiges an Dings gehabt. Rüstung. So. Machen wir das einfach von hier, ne? Oh oh. Okay, ihr wisst, was das heißt. So, bleib hier. Na, oh fuck. Oh fuck. Oh. Habe ich nicht drauf geachtet, sorry. Mein erster Tod. Oh. Und noch nicht mal 10 Minuten vergangen, mein erster Tod. Ja, also Headshot funktioniert schon mal nicht. Da können wir uns schon mal sicher sein. Und dann müssen wir wieder... Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Ich hätte speichern sollen, wa? Ich hätte davor speichern sollen. Fuck. Ah ne. Bin ich wieder drin, ne? Oh Gott. Das Ding ist halt... Ich glaube, der Außenposten ist dann jetzt auch weg. Na toll. Na gut. Das ist natürlich jetzt ein bisschen nervig. Das ist natürlich jetzt ein bisschen nervig. Na. Ja. Und ab dafür wieder 1000 Meter. Oh Gott. Ja. Egal, wir machen mal wieder den hier den Jumping Jack. Dann sollte das eigentlich schneller funktionieren. Hoffe ich. Jump und Jump.
Ja, der Außenposten ist weg, ne? Egal, den können wir vielleicht danach machen. Vielleicht noch ein bisschen da, wo die Iren hatten. Den könnten wir ja vielleicht in der Nähe bauen. Ja, mal schauen. Ja. Ja, die hatten Rüstung, ne? Das wusste ich jetzt nicht. Also, beziehungsweise habe ich es nicht bemerkt, dass die Rüstung haben. Hui! Kein direkter Weg zu sehen. Okay. So, und gleich müsste das nochmal mit einem Dings kommen, mit einem Außenposten. So. Dann machen wir das trotzdem nochmal. Warte. So. Jo. So. Jo. Und einmal Solar. Ne? Ne? So. Hier geht's nicht, oder was? Davor vielleicht? Warte mal. Ja, nee. Was schneidet sich mit einem vorhandenen Objekt? Ich glaube eher nicht. So. Wie kann ich denn jetzt hier, so. Ja, das ist ein bisschen blöd, dass das jetzt da durchguckt. Na gut. Ich mache nochmal den. Umbenennen. Der Anfang vom Indien. So. Okay. Dann nochmal schnell speichern. Und wenn wir gleich davor sind, dann speichere ich auch nochmal schnell. Weil da müssen wir nicht nochmal laufen. Daran habe ich gar nicht dran gedacht. Ja. Ich sollte öfters schnell speichern, ne? Das ist, glaube ich, gar nicht mal so bad, wenn wir das machen. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt am besten da rein? Das ist natürlich die Frage. Sneak wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil die halt fette Panzerung haben. Und ich glaube, mit dem Messer, ja, das können wir uns, glaube ich, schenken. Ich versuche vielleicht dann nochmal auf Reichweite zu gehen. Wir haben ja noch die Pistole. So. Achso, warte. Schnell speichern. Scharfschütze. Hallo? So. Ciao. Den hätten wir schon mal. Naja, da ist natürlich der Kollege. Ja. Oh Gott. Oh, den zu treffen, ne? Es ist unglaublich. Oh, von da unten ist auch noch einer. Eieiei. Eieiei. Lass das Tam frei. Eieiei. So, kritischer. So ist er da. Oh, ich sehe ihn nicht. Da ist er. So, ciao. Wie war das nochmal mit? Nein. Ach Gott.
Ja, ich habe zwar Medipack, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Noch nicht. Da. Da unten war, glaube ich, noch einer. Da unten war, glaube ich, genau da. So. Ah, ich treffe hier gar nichts. Scheiße. Nice. So. Ja, keine Munition mehr. Nice. Okay. Ich nehme mal ein Medipack. So. Natürlich schön vom Hinterhalt angreifen. Das macht keinen Sinn. So, gleich haben wir an. Waren nur noch 15 Schuss. Ich hänge auch fest, ich kann mich nicht mehr bewegen. So, jetzt hast du verloren, mein Lieber. Oh Gott. Ja, toll. Okay. Ja, tust du das? So, der macht nicht so viel Schaden, aber er nützt. Ah, fuck, ey. Fuck, fuck, fuck. Na, wo bist du? So, haben wir gleich. So, haben wir. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage... Schmelzspeichern. So. Oh, hallo. Zur Not kann ich hier auch Sachen geben zum Tragen, ne? Ist der da noch drin? Weiß ich gar nicht. Ja, der eine ist noch da drin, ne? Was war das? Oh! Ich habe mich gerade gekratzt. Ich hatte mich gerade gekratzt. So, ich mache mal ein bisschen Licht an. So, Berserker-Kampfmesser, nice. Forschungsstation. Hier haben wir noch so ein Buch. Hier könnten wir eigentlich auch Sachen erforschen, ne? So, warte mal. Leistungsboost. Da haben wir aber noch nichts. Auf Waffen beendet. Blockiert Waffentechnik. Waffentechnik Rang 1 brauchen wir. So, da können wir ein bisschen was reinschmeißen. Okay. Sonst haben wir nichts mehr. Ja, hier, Chloris. Chloris, was auch immer. Helmmods. So, Inventar haben wir 3 von 3. Wolfram. Aber Kosmetikum haben wir nicht. Okay. Deswegen ist doch ganz gut, wenn wir alles immer mitnehmen. So, das nicht unbedingt, aber sowas an Materialien, ne? Und so. Okay. Der Marker. Hm. Nice. Geil.
Ui, nice, Munition. Jo, danke dir. Sehr schön. Für die leider keine dabei. Warte mal, ich werde mal hier mal eben durch. Durchdingsen. Was? Halbmetallwaffe. Ja, viel, viele schwere Sachen, die wir mitnehmen. So, warte mal, hier war ja auch noch einer. So. Okay, lass mich mal dann kurz schauen. Hier, Berserker Kampfmesser. Würde ich gerne mit dem tauschen. Grendel haben wir auch zwei, die können wir alle verkaufen, ne? 93 von 145 haben wir noch genug Zeit, genug Platz. Okay. Tiefen Sternvagabund. Okay, jo. Anzug haben wir immer noch denselben. Gut. Gut, gut. Das wär's dann hier oben gewesen. Da war ja nur der eine, ne? Genau. So. Dann schauen wir jetzt mal unten. Hier war ja soweit nichts. Da haben wir noch ein paar Sachen hinzugefügt. Ah, okay. Es geht noch weiter rein. Okay, das ist natürlich interessant jetzt. Na, guck mal hier. Nehme ich alles mit. Die Frage ist, muss ich jetzt schleichen oder? Ja, der ist noch ein bisschen weiter weg. Deswegen, ich nehme mal die hier. Pass auf. Die Zugangstreppen führen tiefer in die Mine. Hoffentlich merken wir uns den Weg zurück nach oben. Ja, das kriegen wir, glaube ich, schon hin. Hier, Helmnavigator. Und noch ein bisschen Vino. Vino Tinto, sehr gerne. So, Kühlmittel. Hier haben wir noch so Magneten. Hühnchen. Pass auf, was ich jetzt mache, eben. Hilfe. Wälder mit Müsli. Nehmen. Nehmen. Butter. Regeneriert 3 Gesundheit. Regeneriert 5 Gesundheit. Minus 10% O2-Regeneration für 3 Minuten. Okay. So. So. Regeneriert 5 Gesundheit. Da, da. Halt ausgerenkte Gelenke. Ah, okay. Regeneriert 5 Gesundheit. Regeneriert 5 Gesundheit. 2 Gesundheit. 5 Gesundheit. Okay, regeneriert 3 Gesundheit. 5, 2, 5. Supernova, ein Likörslash trifft auf einen sauren Punch für exotischen fremden Früchten. Okay. Plus 20,02 für 5 Minuten. Achso, O2, okay. So, einmal das. Einmal das. Einmal das, einmal das. Einmal das, da müssen wir jetzt voll sein, ne? Dann haben wir hier einiges wieder gegessen. Gut. Oh. Hm? Okay. Das ist natürlich belastend. Oh Gott, jetzt erstmal treffen, ne? Und so viel Munition habe ich auch nicht mehr. Ah, ja, 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 ja. Ah, ja, 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 ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen belastend. Sehr schön. Oh Gott. Dich mach ich platt. Wo ist denn der hier unten?
Ja, kannst ja keine Chance mit der Pistole. Fuck. Da ist er. So. Ja. Mies, mies, mies. Da könnt ihr mir direkt schon mal wieder ein Medipack reinziehen. Wir haben uns gerade gehalten, ne? Oh Gott, ich treffe auch gar nichts hier. Gibt's doch nicht. Alter. Mich verarschen? So. Deine müsste auch erledigt sein. Ich muss mal weiter vor. Anders bleibt mir nicht übrig. So, da ist er. Komm raus, du kleine Maus. So. So, bleib hier. Nein. Hä? Nein! Ah, ey, willst du mich verarschen oder was? Och, nein, ey, bitte nicht. Boah, das geht mir jetzt auf den Sack. Zum Glück hat er hier gel... Ja, okay, scheiß was drauf. Lass mal schauen. Eben. Wegen, Dings hier. Waffen. 2,77 und die nimmt auch... Warte mal, welche nimmt nochmal 2,77? Die nimmt 6,5. Haben wir 7,77, ist die Frage. Warte mal, 4 Schaden macht die. Macht 3. Macht auch 3. Ja. Probieren wir mal aus, ne? Die Zugangstreppen führen tiefer in die Mine. Ja. Hoffentlich merken wir uns den Weg zurück nach oben. So, erstmal wieder alles mitnehmen. Nicht vergessen. Und hier hatten wir sowas noch, ne? Und sowas. So. Mal speichern. Was für ein imposanter Anblick. Hey. Hier ist einer. Mal schauen. So, den haben wir. Den haben wir auch. Ja, sowas wie eine P90, ne? Oh Gott. Hilfe. Mal von hier unten schauen. Dann haben wir den, glaube ich, weg. Da unten ist noch einer. So. Der müsste verbrennen jetzt, ne? So. Warte mal, wie kann ich den werfen? Okay. Ich kann die gar nicht werfen. Wie kann ich die denn werfen? Du kannst nichts. Okay, keine Ahnung. Ah Gott, ich komme da nicht dran. Vielleicht wieder ein bisschen vor. So. Ja, ja, deine Augen. So, ciao. Ist hier oben noch einer? Jo. Okay. Da hinten ist einer. Ich kann nicht sehen. Ja, ja, alles easy.
Alles easy, mein Lieber. Du bist tot. So. Machen wir mal hier schön durch die Treppe. So, der ist Geschichte. Wenn du schon flitterst, dann schnell. Ja, ich bin ja dabei. Wo ist er? Ah, da. Ja, ja, lass mich mal kurz eben hier nochmal schauen. So, Medipack, sehr schön. Hier haben wir nochmal Munition. Leider nicht die, die wir suchen. Okay, lecker. So, da unten war noch einer. Das letzte, ne? Ja, dürfte der letzte sein. Oder? Oder müssen wir noch weiter rein? Na, der rennt weg, der Kollege. So. Der ist weg. Der eine ist da hinten. Nee, so treffe ich ihn nicht, so sehe ich den nicht. Okay. So, liest die Slate über den geheimen Außenposten durch. Okay. Kann ich gleich mal machen. Aber erstmal müssen wir hier die Leute plündern. Was habt ihr Schönes für uns dabei? Hallöchen. Ach, ist einer erhalten. Oh, nice. Hier war doch noch einer. Wo war der denn? Hier anscheinend nicht. So, Emergency. Hier haben wir nichts. Was ich mal kurz eben mache. Einmal den hier. Dann gucke ich mal eben wegen der Waffe. Okay, so viel Platz haben wir auch nicht mehr. Scheiße. Ich tausche die mal aus mit der... Obwohl, warte. Ich wollte einfach nur auswählen, ne? Wo hat er den denn? Hier sind auch nur 13. Schleichen. Tarnlaser. Kleine Batterie. Okay. Davon müssen wir einige an Munition haben. Jo. Okay. Ist eine Laserwaffe. Dieses Schloss ist zu schwierig. Haben die keinen Schlüssel? Was ist das denn? Und die keinen Schlüssel haben. Unverschämtheit. Also ich muss eh unten lang, ne? Jo, Der wird wahrscheinlich seinen Boss vorgewarnt haben. Taka, das brauchen wir nicht alles unbedingt. Hier haben wir auch nicht viel. Hier kommen wir nochmal hoch. Teppichmesser, jo. So. Kollege Schnürschuh. Wohin das alles wohl? Falls ich was für dich tragen. Ja, du kannst einiges für mich tragen. Inventar. Dann kannst du für mich mal hier tragen. Hier tragen. Die kannst du auch tragen. Das kannst du tragen. Des Entdeckers, Techlauf, Kompensator, taktischer Griff, panzerbrechende Munition. Oh, auch sehr nice. Des Killers, Maelstrom. Dann trag du mal hier ein paar Waffen. Die behalte ich mal. So, warte mal, kann ich ihr auch Ressourcen geben? So, sonstiges. Das hier kannst du auch noch mitnehmen. Notizen. So. Ein Rucksack. Ja. Kannst du nehmen.
Sonst Helme. Kannst du nehmen, kannst du nehmen. Kalibriert. Kannst du auch nehmen. So, Sarah. Ich kann ihr das jetzt auch ausrüsten, ne? So. Helme, Sternvagabund. Ja, nehmen wir den hier. Kleidung hat sie ja das an. Und Waffen hat sie ja die Grendel jetzt, okay. Dann mal tschüss. Jo. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Die hat doch gerade noch mit uns gekämpft, sage mal. Ja, die gehören manchmal nicht zu den Schlausten, ne? Habe ich das Gefühl. So, Drahtspule. Huch. Mich verarschen? Na, sage mal. Das geht wirklich noch tiefer, ne? Hier geht es wohl zu den Wohnquartieren der Miner. Wie grauenhaft, sein ganzes Leben unter der Erde zu verbringen. Ja, hätte ich auch keinen Bock. Da hätte ich auch keinen Bock. Okay, what the fuck. Okay. Die hat nicht so jetzt nur 12 Schuss immer, ne? Da müssen wir mal schauen, lassen wir mal einen kritischen treffen. Ai. So, ciao. Da oben. Ja, sehr schön, dass du nichts siehst. Ja, ich muss mal kurz mal eben hier. Na, warte mal kurz. So, da bin ich auch wieder. Sorry, ich musste mal kurz ein Foto vom Drucker machen, weil die Herrschaften eine Patrona kaufen wollten. Hätten sie ja vormachen können. Naja, gut. So, let's go weiter. Ah, scheiße. Da ist einer. Oh, ich treffe den kaum. Da, weg. Nice. Bin natürlich wieder komplett aus dem Konzept hier. Du bist lächerlich. Wo sind sie denn? So, da. Oh, ey. Warum treffe ich die denn nicht? So, jetzt aber. Jetzt aber. Meine Augen, verdammt! So. Versuchen wir über High Space. Ah. Oh, ciao. So. So. Nee, du? Hoppala, Hallöchen. So, nehmen wir nochmal ein Medipack. Die macht mich fertig! Das hat die eine Waffe wieder nicht, ne? So. Mach ich nicht mit. Sei lieber gründlich. Ja. Einen haben wir irgendwo noch hier. Da. So. Ciao. Tschüss. Okay.
Dann, warte mal. Haben wir es ja jetzt geschafft, oder? Jo, da müssen wir weitergehen. Aber jetzt können wir erstmal hier schön in Ruhe looten. Ein Drucktank, okay. Munition wäre mir echt lieber. Das wäre mir echt tatsächlich ein Jumbo-Pläsier. Aber gut. Man kann nicht alles haben im Leben. Eine Forschungsstation. Können wir theoretisch noch was forschen, aber... So, hier haben wir noch Werkzeuge. Hier wollte ich auch nochmal eben schauen, aber... So, hier haben wir nur so ein Chunk-Ding. So, erstmal ein paar Gewichte heben. Sehr schön, man muss natürlich auch fit bleiben. Nur waren die ihre längste Zeit fit gewesen. Naja, so ist das halt. Veggie Jumbo Sandwich. Nehme ich gerne alles mit. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist und was man essen kann. Lecker. Sieht gut aus, ne? Oh. Da ist doch noch was drin, oder? Da. Darunter ist auch noch was. Weg mit dir. Guck mal, die kann ich auch aufmachen. Nice. Kochstation. Umkleiden. Sehr schön, sehr schön. Hier nochmal Credits, danke dir. So, hier haben wir auch nochmal was. Hier waren wir drin, ne? Ne, hier waren wir nicht drin. Safe, Experte. Warum sind die denn immer auf Experte oder so? Willst du mich verarschen? Das forst mich ja nur, nochmal hier hinzukommen. Einsteiger, den können wir machen. Warte mal. So. Dann lass uns mal schauen. Ich hoffe, es funktioniert jetzt mal. Und es funktioniert gar nicht. Ich hasse das. Warum funktioniert der Scheiß denn nicht? Muss ich irgendwas anders drücken? Nee. Starten. Nee. Das funktioniert nicht. Ich frage mich jedes Mal, wieso das nicht funktioniert. Warum funktioniert diese Scheiße nicht? Warte mal, gibt es irgendwo Hilfe? Behälter. Datenmenü, Shift, Dialog. Wo haben wir denn? Zeugenziele, Waffen, Verbrechen, Umgebungsschaden. Steuerung, ja. Skills. Ja, das ist nicht alles hier. Mods, Mission, Masse, Levelaufstieg, Leiden, Kompass. Falschen. Tja. Ne. Tja. Ich will ja nochmal reingehen, mal versuchen. Warum funktioniert das denn nicht? Ich kapiere das nicht. Muss ich noch irgendwas anderes drücken? Verlassen, Schlüssel verwenden, starten. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum der Scheiß nicht funktioniert hier. Was geht mir so auf den Sack? Mein Gott, geht mir das auf den Sack mit diesen Scheiß-Saves. Da vielleicht jetzt? Jo. Ja, aber dann funktioniert das wieder nicht.
Das bringt mich auch nicht weiter. Krieg hier echt einen Hasskick. Ich krieg hier echt einen Hasskick. Es funktioniert gar nichts. Tja. Weißt du was, dann scheiß was auf dich. Selbst das würde wieder nicht funktionieren. Das funktioniert. Aber dann hätten wir nur noch zwei, dann könnte ich den einen wieder nicht machen. Diese scheiß Saves. Ganz ehrlich. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal sage, aber das geht mir so auf den Zeiger. Meine Güte. So, hier haben wir nichts drin, ne? Ordner. Ordner, Ordner, Ordner. Machen wir wieder Tür zu. Aber sonst haben wir nichts. Gut. Dann hier waren wir drin. Hier unten glaube ich noch nicht. Hier sind glaube ich ja Duschen, Toiletten. Okay, hier sollte nichts Spannendes dabei sein, aber ich gucke trotzdem mal. Schade, dass wir die nicht pushen können. Hm, schade. Na gut. Okay, dann hätten wir alles, dann gehen wir hier weiter. Also das mit den Saves, das nervt mich, ne? Oh, das ist mich so hart am Nerven. Meine Fresse, ne. Ne, 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 ne. Was? Achso. Warte mal, kann ich das scannen? Hallo? Oh, Thermoparasit. Ist der Appetit vergangen? Ja. Oh. Oh. So. Ciao. Direkt ciao, ne? Hallo? Müssen wir hier lang? Aber sie ist jetzt gerade da noch am Kämpfen, ne? Ja. Ich glaube, sie ist da jetzt gerade noch am Kämpfen, oder? Ah ne, da steht's ja. Gut. Dann gehen wir mal hier lang. I think that is the right way. Naja, sieht richtig aus. Oh ja. Ja, richtig. Moin, Freunde! So, und dahin ist der Anführer. Oh. Jo, das haben wir nämlich fast gedacht. Scheiße, ich hab nur noch... Fuck. Ich muss mal kurz eine Waffe auswählen. Warte mal kurz. Wo waren hier nochmal die Grendel? Nee, hier die. So. Die macht zwar nicht so viel Schaden, aber wir haben genug... Munition davon. So. Ich sollte vielleicht gleich nochmal ein Dings nehmen. Ein Medipack. Du kannst nicht. Oh Gott. Ich komme an den auch nicht ran, ne? Scheiße. Wenn ich mal wüsste, wie man Granaten wirft. Oh, mit G. So, ich werfe mal ein paar Granaten da rein, ne? So, viel Spaß. So. So, den kriegen wir. Na, komm her. Dich mache ich platt. Viel Spaß.
Da vorne ist er. So. Ja, nimm das, meine Liebe. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Du bist tot. So, von der anderen Seite sind auch noch zwei. Was hast denn du vor, sag mal? Ach, die liegt am Boden. Okay. So. Auf jeden Fall. So. Hallöchen. Wir sollen ihn erreichen über Combridge, aber ja. Käse. Lecker. Okay, hier hinten war keiner mehr. Hier oben müsste noch einer gewesen sein. Ah, da hinten sind sie wahrscheinlich dann. Ja, ja. Ja, 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 ja. Hier kommen wir nicht durch, nee. Hier ist auch sonst nichts mehr, nee. Okay, dann können wir den Weg zurückgehen. Hat zwar noch der ein oder andere Genosse, aber gut. So. Ciao, und einer noch. Ja. Müssen wir noch mal ein bisschen feinjustieren. So, ciao. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und natürlich wieder alles mitnehmen. Damit wir auch alles verkaufen können. So, was haben wir denn hier? Hier geht's noch mal weiter nach oben. Oh. Schriften von Farunketzern. Spaghetti Carbonara. Carbonara. E una Coca-Cola. Hier ist nichts mehr, ne? Nein. Okay. Alles klar, dann können wir erstmal nach unten gehen. Von hier kommen wir irgendwo her. Oh, hallo. Ein Fahrstuhl, sehr schön. Ein Cutter brauchen wir nicht unbedingt. Ja, hier brauchen wir nichts eigentlich, ne? Würde gerne immer alles mitnehmen, aber ja. Du weißt ja, wir können nicht so viel tragen, deswegen. Oh. All dieser Schrott fällt dir nur zur Last. Ja. Bin, glaube ich, jetzt überladen, ne? So. Hier haben wir auch noch was. Meister. So, warte mal. Kann ich ihr noch mal was geben? Nicht mehr auf dem Mars. Ich trage nur ja. Kleiner Scherz. So, geben. Waffen. Hier einmal so geben. Hier einmal so geben. Das kann ich auch geben. So, Kleidung, Helme. Ja, das reicht erstmal wieder, ne? So, ciao. Bis nachher. Ah, ich freue mich schon, das alles von ihr wieder wegzunehmen, ne? Abzunehmen und dann zu verkaufen. Freu. Okay, sonst war hier nichts. Okay. Gut, dann nehmen wir mal den Fahrstuhl. Und dann einmal bitte. Was? Beschränkt? Warum beschränkt? Haben wir irgendwo eine Karte rumfliegen? Achso, warte mal. Hallo? Ja. Hast du die Space erledigt? Gut. Also, um die Forschung abzuschließen,
brauchst du eine Hämatitprobe, die du durch den Drescher laufen lässt. Okay. Nimm dir einen Lasercutter und geh zurück in die Kammer, in der du reingekommen bist. Der Drescher ist die große Maschine im Raum daneben. Der Startcode lautet Ares 2330. Erledige das, dann ist Percivals Name in 0, nichts reingewaschen. Okay. Dann machen wir das mal. Cutter haben wir dabei. Oder muss ich, dann kann ich den einen eben aufsammeln. Warte mal. Cutter haben wir dabei. Ich rüste den mal eben aus. So, dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob wir Percivals Namen da reinwaschen können. Naja. So. Jo, perfekt. Haben wir. Dann einmal in den Drescher rein. 6 Patronen, lächerlich. Lächerlich, ich becher mich weg. Der Barkeeper, nein. Ah, oh, manchmal ist das echt nervig. So, warte. Dann einmal wieder hier den ausgeben. 7 Stück. Hä? Warte mal, habe ich dir das nicht gerade gegeben? Cydonia ist eine... Lässt du mir ein paar Sachen da? Ja. Inventar. Waffen. Tauschen. Ich habe sie von ihr, glaube ich, genommen, ne? So. Rettungsakt. Oh, nice. Ja. Schleicher 13. Die ist nice. Furios, aufeinanderfolgende Treffer verursachen Innovationen, Schaden aufreißen, verursacht beim Ziel zufällig einen Bluteffekt. Beben geringe Chance, Ziele umzuwerfen. Weißt du was? Nein. Dann trag du die. Ja. Das kann ich dir geben. Ach, guck mal, da habe ich 3 Stück von. Ah, sie kann nicht mehr tragen. Okay, alles klar. Tschüss. Ciao. Warte mal, dann mache ich das mal eben so. Weil die Schrotflinte, die hätte ich gerne hier. So. Oh yeah, baby. Das gefällt mir. Gut, dann einmal da rein. Oh Gott, das ist laut. So. Nice. Kontaktiere Cambridge. Machen wir. Alles bereit? Gut. Du kannst mit dem Aufzug zurück an die Oberfläche fahren. Im Drescherraum müsste ein Schlüssel liegen, falls die Spacer ihn nicht mitgenommen haben. Ich warte im Circle auf dich. It's the circle of life. So, jetzt können wir mit dem Aufzug fahren. Da ist er. Dann einmal nach oben. Sehr schön. Nice.